Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Hallöchen. Wir gehen jetzt mal zusammen wandern. Eine kleine Wanderung, 1,5 Stunden ungefähr. An einem wunderschönen Palmenstrand hier im Süden von Greta. Prevelli Beach heißt der Strand. Der ist gleich da hinten. Nein, brauchst uns nicht filmen, aber wir sind auch nicht ganz alleine, habt ihr gesehen? Wir haben Begleitung und das war die Gina. Haben wir gestern hier kennengelernt und jetzt wandern wir zusammen und irgendwo da hinten verstecken sich nochmal zwei, und zwar Phil und Louis. Und die haben wir gestern auch hier kennengelernt. Na, auf jeden Fall, schaut euch mal an, wie schön das hier hinter mir ist. Und zwar ist das ein Süßwasserbach, der hier ins Meer mündet. Richtig krass. Kommt aus dem Gebirge, es hat die letzten Tage viel geregnet und deswegen ist der Bach auch sehr voll. Hier am Strand lebt ein Hippie und der hat uns auch alle eingeladen heute Nacht zur Fullmoon-Party. Es gibt Bongos, es kommen ein paar Freunde von ihm vorbei und ja, es gibt hier ein großes Lagerfeuer am Strand, aber wir sind höchstwahrscheinlich nicht am Start. Aber wir wollten einfach mal sagen, wie underrated Europa ist. Hatten wir nämlich auch gerade im Gespräch gehabt, ne Mädels? Dieser Platz hätte jetzt auch in Australien sein können, haben wir gesagt. Aber der Unterschied ist, dass es die wenigsten Menschen halt hier natürlich Sommer, also im Winter sind, und deswegen ist, glaube ich, dieser Ort auch wirklich, er ist auch im Sommer schön, aber so lost und so diese Wirkung oder diese Atmosphäre ist halt wahrscheinlich nur im Winter so. Wir merken gerade, wie gut das tut, mal wieder in einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Das hatten wir jetzt echt monatelang nicht mehr. Und das ist einfach richtig schön. Das genießen wir. Jetzt sind wir gerade hier noch in diesem Palm Beach und nachher gibt es eine schöne Kaffeerunde. Aber wir bleiben nicht die ganze Zeit hier, sondern es geht noch ein bisschen weiter die Küste entlang. Ja, hier geht es jetzt nicht weiter, aber es ist richtig, richtig traumhaft. Ja, deswegen würden wir jetzt mal einfach zurücklaufen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, hier so eine kleine Tour durch diesen Palmenwald zu machen. Schatz, könntest du den Lanko rausholen? Wir brauchen den Lanko. Der Dampfpflanzenreiniger. Okay. Ich bin auf den Duft, der Duft ist auch noch. Ja, okay. Wollen wir noch warten? Achso, ja, kommt Lisa. So,
So, ihr hört's. Hier ist Aufbruchsstimmung und zwar ist mittlerweile der nächste Tag. Wir haben gestern ziemlich lange und schön gequatscht. Hat auch richtig gut getan. Und wir fahren jetzt ein Stückchen weiter die Küste entlang und suchen uns ein neues Plätzchen. Gestern war ja hier diese Full Moon Bongo Party und es war richtig was los. Wir waren zwar nicht da, aber es war der ganze Parkplatz voller Autos. Scheint also hier ein Riesending gewesen zu sein. Wir sind endlich angekommen und jetzt gibt es Frühstück. Wir haben nämlich richtig tolle Hunger. Wir haben irgendwie für 35 Kilometer, keine Ahnung, 1,5 Stunden gebraucht. Und jetzt haben wir schon Nacht oder 12 Uhr und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Paprika, kann jeder gerne was nehmen. Paprika! Und hier habe ich einen Aufstrich selber gemacht. Das ist aus Kidneybohnen, Tomaten. Oh, echt geil. Oh, das packe ich mir auch gleich da drauf. Ja, und obwohl hier alle Griechen wirklich gut Englisch sprechen, also wir haben auch schon mit Leuten gequatscht, die waren sicherlich über 80 und die haben wirklich sehr gut Englisch gesprochen und man konnte sich verständigen, finde ich, ist es halt immer wieder schön, wenn man die Sprache des Landes spricht und wenn man eine gewisse Zeit in dem Land verbringt, so wie wir jetzt auch schon mehrere Monate, dann finde ich, ist es halt auch irgendwie eine Frage des Respekts und ja, man wird ja hier freundlich empfangen und dann möchte ich halt auch einfach ein bisschen was zurückgeben. Ephariistos. Ja, ich würde mal sagen, genug Griechisch gelernt für heute. Frühstück ist auch schon lange vorbei. Jetzt gucken wir mal uns den Strand da drüben an. Gehen wir mal zusammen hin. Hopp, hopp! Na komm! Ich glaube, das ist der bisher beste Winter, den wir im Van verbringen. Die Griechen sind auch mega freundlich. Auch zu Nusa, wenn wir in Cafés gehen, ist sie immer sehr willkommen. Man hat nicht das Gefühl, irgendwie zu stören. Wir fühlen uns auch richtig wohl. Die Stellplätze sind mit dem Van sehr gut zu befahren. Man steht häufig alleine oder wenn dann nicht in so großen Gruppen. Oh, ich war hier gerade in einer Militär-Area drin. Ne? Ups. Ja, Nusa. Ganz viel Holz. Ja, wir lassen mal wieder die Hippies hier raushängen. Ihr wisst, wenn Melli und ich unterwegs sind, darf Melli immer Haare schneiden. Das ist so, würde ich mal sagen, die bekannteste Friseurmeisterin in der Vanlife-Community. Bist du happy? Yes! I mean. Cool. Verzückend. Lang nicht mehr. Absolut verzückend. Wir machen uns heute leckere Pfannpizza. Hier ist schon der gute Teig. Und dann setzen wir uns wieder hier bei uns gemütlich rein und essen leckere Pizza. Und trinken ein paar Bierchen. Sind wir hier auf dem Markt angekommen. 1 Euro alles. Hallo. Das war bescheuert. Also er kann schon besser kriegen. Ein bisschen Umpoko. Das war sehr schön. Nico. Ja, hier auf dem Markt ist einiges los und ich bin gespannt, wie meine Griechischkenntnisse, wie ich die hier einsetzen kann. Und ich lerne ja mit der App Yiki und das funktioniert ganz einfach, weil man die Sprache quasi intuitiv lernt. Also man muss keine Grammatik auswendig lernen oder irgendwelche Karteikarten bei sich haben, sondern man hört die Sprache quasi wie in einem Hörbuch und wird so mit der Sprache vertraut. Es gibt super viele Sprachen, die ihr lernen könnt bei Yiki. Schaut da gerne mal unten in der Videobeschreibung nach, ich verlinke euch das Ganze. Aber jetzt bestellen wir erstmal ein bisschen Obst und wir brauchen noch ein bisschen Gemüse für den Van. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ella. Ja, ist das? Da ist ena lefko lechano. Okay. Tres melisanas. Ja, Alex, sí. Die Größe ist okay. Ja, ist das.
Okay, ich habe meine erste Bestellung auf Griechisch gemacht. Und, hat er dich verstanden? Er hat mich verstanden, ich habe ihm aber, hätte ihm aber zu viel Geld gegeben. Und weiter geht's, weiter geht's. Ella, 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 Ella. Ella, Ella. Ella, ach, herrlich, Leute, ist das schön. Oh, Kakis, ja. Limoni. 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 Wir sind vom Markt wieder zurückgekommen und haben jetzt hier eine Meute draußen sitzen. Fünf richtig kaffeehungrige Menschen, die einfach Bock auf guten Kaffee haben. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal in unserem fahrenden Kaffee, machen wir jetzt mal hier schön vier Cappuccini wurden bestellt und ein Matcha Latte. Ja, und jetzt schäume ich hier gerade die Milch schön auf. Und jetzt ist die Hochzeit des Espressos mit der Milch. Das ist halt immer eine Überraschung, auch für mich selbst, was dabei rauskommt. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so schön wird. Es ist nämlich immer gar nicht so einfach, den Kaffee im Van so schön zu machen wie in einem Café, weil wir ja keine richtige Siebträgermaschine haben. So, machen wir noch den letzten. Was machen wir hier rein? Also ich finde, heute bin ich auch ein bisschen kaputt. Deswegen machen wir heute einfach nur Herzchen rein. Herzchen ist fast noch Gelinggarantie. Oh, jetzt ist doch eine Tulpe geworden. Na gut, nehmen wir auch. Super, haben wir es doch geschafft. Jetzt noch einmal hier schön blank polieren. Ist geil, oder? Brauchst keinen Lappen. Ja. Das hat ein Freund von mir erfunden mit einem Kumpel zusammen. Und sauber ist die Lanze. Ein Dampflanzenreinigungsgerät. Ja. Mal die Nascha rein. Hallo, Gruß aus der Küche. Und hier haben wir einen großen Kaffee. Das hast du dir gewünscht. Bitte schön. Mein Schatz, möchtest du auch eine große Tasse? Ja. Bitte, dann kriegst du die nächstgrößte. Das ist hier für Philly. And this is mein Herrengedeck heute. Thank you.